Hallo, in diesem Video geht es um Stützdreiecke, was es genau sind. Aufgabe könnte wie folgt sein: Man hat einen Körper gegeben, zum Beispiel habe ich hier einen Quader, und man soll angeben, wie lang eine Strecke ist, zum Beispiel hier die Strecke AF. Bei der AF ist es jetzt ziemlich einfach, weil wenn ich das mir anschaue, die Strecke AF liegt auf dem Rechteck ABFE und das liegt direkt auf der Zeigenebene. Also hier, wenn es direkt auf der Zeichenebene ist, brauche ich nicht mal eigentlich ein Stützdreieck konstruieren oder zeichnen, weil ich kann das Geodreieck anlegen und sofort abmessen, dass es da ist. Ja, also so ist es noch überhaupt kein Problem. Ja, was brauche ich dann bei den Stützdreiecken? Gehen wir in die nächste Aufgabe. Hier sehen wir jetzt die Strecke von B nach G gesucht. Diese Figur BCGF ist im Original ein Rechteck. Ja, es sieht jetzt hier nur aus wie ein Parallelogramm, liegt aber daran, dass wir ja eine Tiefe haben bei diesem Schrägbild, also ein Körper, und diese Tiefe wird durch so diese schräge Achse nach hinten angedeutet. Das bedeutet allerdings, dass diese BG nicht mehr ihre Originallänge hat in der Zeichnung. Ja, also die wird verkürzt oder verlängert dargestellt, aber man kann hieraus jetzt nicht ablesen, wie lang das Ding insgesamt ist. Um es trotzdem herauszufinden, wie lang das Ding ist, wie lang die Strecke ist, kann man über die Stützdreiecke gehen. Das bedeutet, ich suche jetzt ein Dreieck, in dem diese Strecke BG drin liegt, aus dem ich möglichst viel kenne. Also mit dem ich die Möglichkeit hätte, dieses Dreieck hier rechts neben den Körper zu zeichnen und daraus die entsprechende gesuchte Strecke abmessen kann, sodass sie wieder auf der Zeichenebene liegt. Also, ich suche mir ein Dreieck, wo diese gesuchte Strecke drin liegt. Und da bietet sich hier zum Beispiel das Dreieck BCG an. Ja, das ist mein Stützdreieck. Ich kenne hier unten 4 cm, ich kenne hier unten 3 cm und ich kenne nochmal was, nämlich hier liegt ein rechter Winkel drin. Das ist jetzt ziemlich gemein zu sehen, aber das ist jetzt geschuldet diesem Verzerrwinkel Omega, der mit reinkommt. Ja, das deutet ja die Tiefe an und da haben wir auch beim Schrägbildzeichnen die Funktion, dass rechte Winkel durch 45 Grad Winkel ersetzt werden. Und dann natürlich wird der nebendran entsprechend größer. Deswegen ist diese Zeichnung immer schwierig, das genau auszulesen, aber da muss man einfach über den Körper gehen und sagen, der Quader hat hier an der Seite nun mal ein Rechteck. Ja, würde ich den drehen und dieses Ding von BCG aus angucken, also da drauf schauen, dann sehe ich, dass das ein Rechteck ist. Also hier liegt ein 90-Grad-Winkel drin und jetzt könnte ich dieses Dreieck zeichnen. Aber dieses grüne Ding da, das ist jetzt ein Stützdreieck, mit dessen Hilfe ich die Strecke BG messen kann. Gehen wir in die nächste Aufgabe. Braucht man Geodreieck? So. Hier ist jetzt die Strecke AG gesucht. Ja, sie geht wieder mitten durch den Raum durch, sie hat also keine Originallänge. Aber jetzt muss ich halt wieder Dreiecke suchen, in dem diese Strecke AG drin liegt. Zum Beispiel könnte ich ein Dreieck machen, das war ein bisschen sehr unsauber, von A nach C hoch zu G und dann wieder zurück zu A. Das wäre jetzt ein Stützdreieck. Was kenne ich alles? Ich kenne die CG mit 3 cm. Die AC kenne ich nicht, die ist mir unbekannt. Keine Ahnung, aber was ich noch kenne, ist ein rechter Winkel. Und zwar hier drin. Den kann ich jetzt damit argumentieren, dass ich sage, CG entspricht ja der Höhe des Körpers, des Quaders. Und die Höhe steht immer senkrecht zur Grundfläche. Und die AC liegt nun mal, das ist die Diagonale der Grundfläche, liegt also direkt drauf, deswegen muss da ein rechter Winkel drin sein. So, aber mir fehlt noch was zum Zeichnen. Ja? Also die AC fehlt mir. Hätte ich die, dann könnte ich das Ding zeichnen und dann auch AG wieder abmessen. Das heißt, ich muss noch ein zweites Stützdreieck suchen und denke mir jetzt von AC aus, wo liegt ein Stützdreieck. Könnte ich zum Beispiel dieses Stützdreieck noch hernehmen. Ja, von A nach B nach C. Was ist hier der Vorteil? Ich kenne die AB mit 5, ich kenne die BC mit 4 und ich kenne diesen Winkel, das ist nämlich auch ein rechter Winkel. Wenn ich von unten den Quader anschaue, habe ich da genauso wieder ein Rechteck drin und im Rechteck sind nochmal rechte Winkel drin. So, jetzt habe ich den Körper im Prinzip zerlegt mit Stützdreiecken oder ergänzt
sichtbar gemacht. Die kann ich jetzt rechts nebenhin malen und dann die Strecke wieder abmessen oder auch Winkel abmessen. Das sind eben die Stützdreiecke, mit dessen Hilfe ich auf die Strecke AG komme. Pyramide geht es genauso, zum Beispiel die Strecke ES hier. Liegt nicht auf der Zeichenebene, sie ist also irgendwie ein bisschen verlängert worden, ein bisschen verkürzt worden, keine Ahnung, ja, man kann es nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall nicht die Originalgröße. Ich darf jetzt nicht hergehen und das einfach abmessen. Funktioniert nicht. So, ich suche mir wieder ein Stützdreieck, wo diese Strecke ES drin liegt. Als Hinweis, es kann natürlich auch mal mehrere Lösungen geben. Ja, auch oben bei der AG gibt es genauso andere Dreiecke, die ich bilden kann. Als Beispiel könnt ihr auch von A nach E zu G gehen und so ein Stützdreieck bilden. Und dann nach hinten das zweite Stützdreieck. Ja, also gibt es nicht nur eine Möglichkeit, es gibt manchmal halt auch mehrere. Für unsere Pyramide gilt, wir suchen ein Dreieck, in dem diese Strecke ES drin liegt. Bietet sich zum Beispiel das hier an. E, den Punkt hier nennen wir Mittelpunkt. So, von E nach M zu S. Dreieck EMS, das ist mein Stützdreieck. So, was kenne ich davon alles? Ich kenne die 6 cm. Ich weiß, MS ist die Höhe, das heißt, ich habe hier wieder einen rechten Winkel drin, weil die Höhe steht immer senkrecht zur Grundfläche. Jetzt bräuchte ich noch die EM und dann könnte ich dieses Stützdreieck auch schon wieder zeichnen. Kriege ich die raus oder kenne ich die? E ist der Mittelpunkt der Strecke AB. Ja, liegt hier direkt dazwischen. Wo ist die Maus? Da. Das ist der Mittelpunkt. Die Diagonalen treffen sich in einem Mittelpunkt. Das heißt, die Strecke von M nach E ist parallel zu BC. Und genau die Hälfte, weil der Mittelpunkt bzw. die Diagonalen hier in dem Mittelpunkt, die halbieren das Ganze genau. Ich könnte es zum Beispiel noch verlängern, hinten raus und den F nennen. Dann wäre jetzt die Strecke EF parallel zu BC. Das ist die Mittelparallele von BC und AD. Und da sie parallel ist und hier unten wieder ein Rechteck drin sitzt, heißt es auch, EF ist gleich lang wie BC. Damit ist EF 4 cm lang. Damit ist EM nur noch 2 cm lang. Und jetzt habe ich wieder ein Stützdreieck, in dem ich zwei Größen und einen Winkel kenne und kann nach den Kongruenzsätzen dieses Dreieck ganz normal zeichnen. Ja, aber so geht man mit Stützdreiecken vor. Wenn eine Größe gegeben ist, suche ich einfach Dreiecke, wo diese Größe drin liegt. Wenn ich bei diesem Dreieck dann gleich zwei Seiten und einen Winkel kenne, kann ich das benutzen und die Strecke dann ausmessen, ausrechnen. Oder ich mache noch, wie hier in diesem Fall, ein zweites Stützdreieck dazu, mit dem ich dann einen Zwischenschritt berechnen oder ausmessen kann. So wie man das jetzt im Genauen macht, kommt jetzt in einem anderen Video noch.